Forschung beginnt aber, wenn ich bekannte Rechtspositionen anwende auf unbekannte neue Sachverhalte oder wenn ich unbekannte neue Rechtspositionen auf bekannte Sachverhalte anwenden kann. Also entweder, wenn sich die Sachlage erheblich verändert oder wenn sich die rechtliche Ordnung erheblich verändert. Beide Elemente würde ich als anwendungsorientierte Forschung im Bereich der Rechtswissenschaft sehen. Wenn Sie dann neue Rechtspositionen auf neue, unbekannte Sachverhalte anwenden, dann wäre ich im Bereich Grundlagenforschung. Sodass man im Prinzip in der Rechtswissenschaft eigentlich sehr schnell in bestimmten Themenfeldern in die Forschung einsteigen kann. Jetzt aus meinem Beispiel sind es insbesondere Fragen der erneuerbaren Energien, der Energiewende, der Anlagenzulassungsverfahren. Da beginnt eigentlich doch recht schnell der Bereich, wo man forschen kann. Wie habe ich es umgesetzt? Ich habe also versucht, in Lehrveranstaltungen wie zum Beispiel oder in Veranstaltungen wie Seminaren, Pro-Seminaren, Fachprojektmodulen, praxisrelevante Fragestellungen zu finden und diese praxisrelevanten Fragestellungen in Zweierteams bearbeiten zu lassen. Ich habe sozusagen dazugegeben als Grundlagen einen Start-Workshop zum Thema Inhaltliches und einen Grundkurs in wissenschaftlichem Arbeiten. In der Folge habe ich dann das Studienjahr so gegliedert, dass man immer wieder verschiedene Milestone-Treffen vereinbart hat, wo man verschiedene Etappen bei der Realisierung, bei der Umsetzung, bei der Bearbeitung des Forschungsthemas hatte. Also beispielsweise auch unter Nutzung der Semesterferien sozusagen, Stichwort antizyklisches Lernen, dass man eben gerade mit seinen Lehrveranstaltungen nicht dann die größten Workloads braucht von den Studierenden, wenn sie in anderen Modulen ebenfalls hart belegt sind, sodass die Idee eigentlich ist, dass die Studierenden antizyklisch arbeiten können unter Nutzung der Semesterferien. Das setzt eben auch voraus, und insofern ist der Link zur digitalen Lehre gar nicht so weit, dass man auch asynchrone und digitale Angebote hat, bei denen die Studierenden dann miteinander zusammenarbeiten können. Die Idee ist, wie gesagt, den kompletten Forschungszyklus zu bearbeiten und am Ende die Projektergebnisse oder die Bearbeitungsergebnisse in Form eines wissenschaftlichen Artikels zu veröffentlichen. Was sind so die Erfahrungen aus dem Bereich forschendes Lernen? Erfreulich ist, dass die Studierenden eine hohe intrinsische Motivation entwickeln und eine enge Bindung an eine bestimmte Forschungsthematik. Darüber hinaus bauen sich die Studierenden durch solche anwendungsorientierten Fragestellungen natürlich auch ihr eigenes Netzwerk auf. Also Stichwort Praktikerkontakte, Praxisstellen, spätere Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, spätere Stellen können durch solche thematischen Arbeiten auf jeden Fall leichter aufgebaut werden, wie durch völlig allgemeine Themen, die man stellt. Die Veröffentlichungen durch Studierende haben sich in der Praxis bei der Stellensuche, bei der Praktikabewerbung und so weiter als sehr starkes Argument für die Studierenden erwiesen. Das heißt, ich habe schon sehr viel Feedback gekriegt, dass Praktika, Praxisstellen, Arbeitsstellen eben genau durch solche Veröffentlichungen als ausschlaggebendes Kriterium eben die Studierenden genommen haben, die in diesen Pro-Seminaren, in diesen Lehrveranstaltungen drin waren. Vorteil für die Praxis ist, dass wenn man in solchen Teams an aktuellen Fragestellungen forscht, dass man auch relativ schnell qualitativ hochwertige Lösungen für die Praxis erzeugen kann und die Inhalte und Lösungen sozusagen in die Lehre übertragen kann. Also wir haben auf jeden Fall eine Übertragbarkeit in die Praxis auf der einen Seite und eine Übertragbarkeit in die Lehre. Bei der digitalen Umsetzung war mir wichtig, Baden-Württembergische Hochschule, dass die Anwendungen, die wir nutzen, kostenlos sind. Das heißt, ich wollte nicht irgendwelche sehr teuren, oft sehr umständlichen Plattformen nutzen, sondern meine Idee war, lasst uns die Studierenden dort abholen, wo sie privat auch sind. Also was sie von sozusagen ihrer bisherigen Computernutzung schon kennen. Und dann als Jurist hat das Ganze natürlich
den Charme, dass man Studierende sensibilisieren kann. Wenn Sie also beispielsweise mit internetgestützten Plattformen wie Google Docs arbeiten, dann können Sie die Studierenden natürlich als Jurist noch auf der Metaebene sensibilisieren. Sie können ihnen sozusagen mitgeben, Datenschutz, Strafbarkeit im Internet. Also Sie können sozusagen auf der Metaebene die Studierenden auch noch ansteuern und dabei aus der Sicht der Studierenden einen Mehrwert erzeugen, der weit über die Inhalte der Lehrveranstaltung rausgeht. Also gerade dieses Thema Datenschutz, Plagiat, Strafbarkeit im Internet, Verleumdung, üble Nachrede, Stalking, Mobbing und solche Sachen. Datenschutzgrundverordnung können Sie in dieser digitalen Umsetzung ganz hervorragend mit einfließen lassen und dabei bei den Studierenden einen Mehrwert erzeugen, der ihnen nicht nur hilft im Rahmen der digitalen Veranstaltungen im Studium, sondern auch darüber hinaus in ihrem privaten Lebensalltag. Und das ist natürlich großartig für die Studierenden. Da hat man sofort die Studierenden. Darüber hinaus ermöglichen solche Plattformen im Internet immer auch Interaktivität und Mitwirkung. Beispielsweise können Sie natürlich Ihre Seminararbeiten, Ihre Bachelorarbeiten, Ihre Pro-Seminararbeiten bis hin zu lehrveranstaltungsbegleitenden Mitschrieben, Skripte im Sinne von Service Learning, dass die Studierenden sozusagen die Vorlesung, die Lehrveranstaltung kollaborativ über Google Docs mitarbeiten oder mit dokumentieren, ganz hervorragend nutzen, indem sie die Studierenden dadurch aus der passiven Berieselung der Vorlesung rausholen und aktiv mit einbeziehen in eine serviceorientierte Dokumentation der Vorlesung. Und im Idealfall entsteht dann am Ende des Semesters eine von den Studierenden erstellte Google Docs Dokumentation, die eine Mischung ist aus dem, was der Dozent so mündlich sagt und einer Dokumentation und Verschmelzung der schriftlichen Teile, die sie in Form von Skripten oder sowas an die Studierenden rangegeben haben. Sprich, es entsteht etwas Einzigartiges, Individuelles in jeder Studierendengruppe, in jedem Fach. Eine von Studierenden für Studierende angefertigte Dokumentation der Lehrveranstaltung, über die Sie, in die Sie als Lehrender noch Zugriff haben und die Sie auch nutzen können, um die Studierenden von ihrem Wissensstand her genau dort abzuholen, wo sie stehen. Und Sie erkennen auch sehr schnell, was Studierende verstanden haben oder eben auch nicht verstanden haben. In der Tat gelingt es dadurch auch, die Studierenden als Gruppe weiterzuentwickeln und sozusagen man selber profitiert im nächsten Zyklus dann auch noch davon, dass sie die Inhalte unter Nutzung der Mitschriebe der Studierenden des letzten Jahres weiterhin verbessern können. Also nie war es leichter für mich, meine Inhalte zu dokumentieren und sie nach einem Zyklus dann weiter zu verbessern. Natürlich kann man das Ganze doppeln oder ergänzen mit der eigentlich klassischen, mittlerweile klassischen Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen über Audio oder Video. Das ist, würde ich sagen, seit Corona ziemlicher Standard bei zahlreichen Hochschulen. Also bei uns werden die ganzen auf Zoom laufenden Vorlesungen weitestgehend aufgezeichnet und landen dann im Ergebnis in Moodle auf der Plattform, sodass die Studierenden, auch wenn sie krank sind, auch wenn sie wegen Quarantäne oder sonst was der Vorlesung nicht folgen konnten, dann sich die Wiedergabe der Vorlesung anschauen können. Interessant sind dann begleitend eben die schriftliche Dokumentation, während also das, was der Professor früher handschriftlich an irgendeine Tafel geschrieben hat, nunmehr sauber handschriftlich, nicht handschriftlich, sondern formatiert von den Studierenden auf Google Docs zum Beispiel dokumentiert wird. Weiterhin hat natürlich dieses Google-System oder die kollaborativen Plattformen die Möglichkeit, dass es einen Cloud-Speicher gibt. Das heißt, die Studierenden sind
bei uns zumindest dazu übergegangen, für die Semester Ordner anzulegen, also unabhängig von dem Angebot, dem eher statischen Angebot, das wir auf Moodle bereithalten, sondern die Studierendengruppen haben ihre eigenen Cloud-Speicher entwickelt, in denen eben die eigenen Lehrmaterialien und Lernmaterialien drin sind, bis hin zum Beispiel zu digitalen Karteikartensätzen, Lernskripten, Aufbauschemata und so weiter. Und das Schöne ist, wenn man mit den Studierenden kollaborativ arbeitet, bekommt man dann auch Zugriff auf diese Plattformen und kann sozusagen mit den Studierenden gemeinsam diese Lerninhalte dann auch weiterentwickeln. Digitale Zusammenarbeit ermöglicht auch etwas, was wir im Bereich der Forschung während Corona auch sehr oft gemacht haben, nämlich eine gemeinschaftliche Textproduktion. Wir haben oft länderübergreifend gemeinschaftlich Texte geschrieben über digitale Plattformen wie Google Docs, also Forschungsprojektanträge und so weiter. Und diese Technik einer gemeinsamen Textproduktion kollaborativ haben wir auch genutzt für die Lehre. Mein Tool dabei war Google Docs, weil es einfach sehr einfach war und die Studierenden direkt bei Google auch abgeholt hat, wo sie bisher schon Google als Suchmaschine kannten. Der Charme mit Google Docs ist weiterhin, dass ich das in anderen Softwarestandards auch problemlos speichern konnte und auch runterziehen konnte. Darüber hinaus ist diese Idee, dass wir es schaffen, Meetings mit Praktikern zu machen, um auch den Studierenden sozusagen direktes Feedback aus der Praxis zu ihren Themen geben zu können. Und das ist natürlich mit digitalen Plattformen unglaublich einfach. Und ich glaube, als Hochschule für angewandte Wissenschaft hatten wir noch nie so viele Praktiker als Co-Speaker in unseren Lehrveranstaltungen drin als während Corona. Es ist uns gelungen, über diese digitalen Videokonferenz-Tools dann auch entsprechend Praktiker einzubinden. Und für die Studierenden sind dann solche Lehreinheiten, wo ein Praktiker und der Prof über ein Thema reden, dann oft sehr viel lebendiger und sehr viel interessanter als das, was sie sonst von Vorlesungen gewohnt waren. Nur der Vollständigkeit halber, Notizdienste ist klar. Die meisten kennen OneNote oder Slack oder Trello, haben wir auch verwendet, wobei wir letzten Endes dann oft bei einer Plattform gelandet sind, in meinen Lehrveranstaltungen dann häufig bei Google. Wenn wir das Ganze jetzt gucken, wie geht es weiter nach Corona, dann ist für uns als Hochschule eigentlich klar, wir werden die Präsenzlehre durch solche digitalen Events ergänzen. Wir werden auch weiterhin einen studentischen Mitschrieb über kollaborative Plattformen wie Google Docs anbieten. Und wir werden selbstverständlich in Ergänzung zur Präsenzlehre dann auch individuelle Rücksprachetermine und Beratungstermine anbieten. Und vor allen Dingen dann auch sehr viel stärker weiterhin, selbst wenn wir in Präsenz sind, Praktika hybrid einbinden. Und wir erleben, dass unsere Studierenden durch diese digitalen Lehrformate eine erheblich gestiegene Medienkompetenz haben. Was kann man mitnehmen? Diese digitale Rechtslehre hat bei unseren Studierenden dazu geführt, dass die intrinsische Motivation nicht abgeflacht ist, sondern im Gegenteil gestiegen ist. Wir haben eine Diversifizierung bei den Methoden mit geringem bzw. fast keinem organisatorischen Aufwand. Wir konnten sozusagen asynchron arbeiten. Wir könnten uns unabhängig machen von einem bestimmten Hörsaal und einer bestimmten Zeit. Wir konnten unseren Studierenden viel technisches Know-how beibringen. Stichwort Formatierung von Bescheiden, Absätze, aber auch fürs wissenschaftliche Schreiben, Fußnotenformate, Textstil, bis hin zu solchen Sachen, dass unsere Studierenden zwar unfassbar viele Smileys beherrscht haben, aber eben nicht wussten, wie man ein Inhaltsverzeichnis formatiert. All solche Sachen konnten wir mit der digitalen Lehre sozusagen auf der Metaebene miterleben. Und wir sind durch diese digitalen Formate eigentlich auch sehr viel stärker und sehr viel intensiver im Austausch und versuchen jetzt
unsere Studierenden über solche digitalen Tools auch sehr viel stärker in die Forschung, in die anwendungsorientierte Forschung an unserer Hochschule mit einzubeziehen. Und jetzt wäre ich sozusagen 10 Minuten vor Ende der Zeit, am Ende meines PowerPoint-gestützten Vortrags und würde mich freuen, wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder so irgendwas haben, dass wir auf jeden Fall noch genug Zeit haben, über Ihre Fragen zu reden. Bitte schön. Sie können Ihre Frage ja auch gerne im Chat stellen. Das ist auch kein Problem. Sehe ich auch. Und wenn Sie keine Fragen mehr haben, dann hätte ich gesagt, gerade bei der Rechtslehre gibt es eigentlich die Möglichkeit, das über das ganze Spektrum von Lehrveranstaltungen anzuwenden. Von der klassischen Frontalvorlesung mit dem Studierenden gestützten Mitschrieb bis hin zu eher forschungsgestützten Formaten wie Seminaren, Proseminaren. Können Sie eigentlich alles einsetzen? Im Kollegenkreis erfolgreich sind solche Tools und Plattformen, die einfach sind, die also nicht aus der Sicht des Lehrenden eine lange und umfangreiche Befassung voraussetzen, sondern die quasi intuitiv und einfach sind. Das Ganze führt dann auf jeden Fall zu einer stärkeren Interaktion. Und ich bin mittlerweile jetzt wieder in Präsenz dazu übergegangen, dass ich diesen Studierenden mitschrieb auf Google sozusagen auch auf unserem Hörsaal-Monitor mitlaufen lasse, sodass ich jederzeit dann auch Bezug nehmen kann auf das, was die Studierenden gerade mitdokumentieren, gegebenenfalls korrigieren kann, aber eben auch zum Beispiel am Beginn der nächsten Stunde einen ganz klaren Punkt machen kann und genau dort weitermachen kann, wo wir in der letzten Stunde dann auch aufgehört haben. Auch die Bearbeitung von Übungsaufgaben, die man so gemeinhin am Ende der Stunde austeilt, ist mit diesen kollaborativen Plattformen einfacher geworden. Es ist praktisch immer die Situation, dass man dann tatsächlich schon Entwürfe hat, an denen man sich entlanghangeln kann. Und es ist nicht mehr eben so, dass der Dozent die Musterlösung in der nächsten Stunde runterbetet, sondern es besteht tatsächlich die Möglichkeit, über solche Sachen dann auch Musterlösungen der Studierenden zu diskutieren. Und in diesem Zusammenhang wird man natürlich auch aufmerksam auf entsprechende Fehler oder Probleme, die die Studierenden haben, auch auf Sachen, die die Studierenden nicht verstanden haben. Das soll es mal gewesen sein von meiner Seite. Und ich bin offen und interessiert an Ihren Fragen. Das Thema Datenschutz ist ein Klassiker bei solchen Sachen. In der Tat haben wir als Hochschule auch zu kämpfen mit verschiedenen Empfehlungen des Landesdatenschutzbeauftragten. Das betrifft zum einen unsere Plattform, die wir nutzen für die digitale Lehre Zoom. Ist ja relativ schwierig, auch von der Empfehlung unseres Landesdatenschutzbeauftragten her. Bei Google ist es zum Beispiel so, dass die Studierenden kein eigenes Google-Konto brauchen, um auf Google mitwirken zu können, sondern mit einem Link anonym auf den Google-Dokumenten mitarbeiten können. Da tauchen die dann auf als irgendwelche anonymen Tierarten oder anonymen Wesen, so dass keiner hinterher nachvollziehen kann, wer hat jetzt welche Anmerkung, welchen Satz in diesem Google-Dokument geschrieben. Insofern ist diese Art von Verwendung von Google-Diensten unproblematisch. Gleichwohl bietet mir diese ganze Einführung, wenn ich das also am Anfang der Lehrveranstaltung mache, zu Beginn des Semesters, die Möglichkeit, den Studierenden mal ganz generell die Datenschutzgrundverordnung zu zeigen und zu überlegen mit den Studierenden,
wie komme ich eigentlich zu einer datenschutzkonformen Nutzung derartiger Plattformen? Und Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel ist es ja auch so, dass ich mit einer Einwilligung auf jeden Fall auch die Studierenden mitnehmen kann. Die, die sich nicht beteiligen wollen an einem Google-Mitschrieb, müssen es auch nicht tun. Insofern datenschutzrechtlich in diesem Fall kein Problem. Ist die Frage damit beantwortet? Also ich mache es auf der Metaebene zu Beginn des Semesters und dann natürlich beim Rumschicken dieses Links. Grundsätzlich sehen die Studierenden, sie sind anonym. Und darüber hinaus steht das Ganze natürlich wie immer unter dem Vorbehalt der Einwilligung. Also es muss niemand mitwirken. Wer mitwirkt, kann das, willigt damit auch ein, sozusagen in dieser Plattform dann auch sichtbar zu werden. Gibt es weitere Fragen? Studierende, die nicht eingewilligt haben, die gab es natürlich. Also es gibt Studierende, die nicht sich eingeloggt haben. Die gibt es. Aber wir hatten eigentlich mehr Probleme bei der Aufzeichnung von Vorlesungen über Zoom. Wir nutzen nämlich teilweise im Hörsaal ein Gerät, das heißt Swivel. Das ist im Prinzip eine Kamera oder ein Teil, wo Sie das Handy reinstecken und wo Sie so einen Empfänger oder so einen Sender um den Hals hängen und diese Kamera folgt Ihnen, die Handykamera folgt Ihnen. Und da hatten wir tatsächlich Studierende, die nicht aufgenommen werden wollten. Bei dem Google-Modell sind eigentlich die meisten Studierenden dabei, die das nicht wollten, haben sich einfach nicht eingeloggt und konnten das Dokument aber trotzdem sehen. Also das ist kein Problem. Aber wir hatten eigentlich mehr Schwierigkeiten bei der Frage, wenn die Vorlesung aufgezeichnet wird, möchte ich nicht, dass mein Gesicht gesehen wird. Dass Studierende mit ihrem Namen vorhanden sind oder erkennbar werden, dieses Problem hatten wir nicht. Ja, vielen Dank Ihnen, vielen Dank auch für die Rückfragen. Wir haben noch 3 Minuten, 10 Sekunden. Also ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann würde ich sagen, warten wir einfach auf den Moderator und beenden die Session dann auch pünktlich, damit Sie die anderen Veranstaltungen auf jeden Fall noch mitnehmen können. In diesem Sinne, herzlichen Dank für Ihre Anwesenheit und auf Wiedersehen. Hoffentlich dann irgendwann mal dann auch in Präsenz. Ja, hallo, ich bin als Ersatz für Uwe Reckze heute da zur Abmoderation. Wunderbar. Vielen Hat Dank, sich dass Sie weitestgehend da waren. erledigt, genau. Ja, ich sehe gerade schon, wir sind die einzigen beiden. Gut. Wunderbar. Das ging sehr schnell, dann hat Ihre Abmoderation ausgereicht. Dann vielen Dank und ich würde die Aufnahme jetzt pausieren.